Wenn Sie dachten, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Deutschland schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, weit gefehlt. Ich bin Kolja Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Bei der Prüfung von Darlehensunterlagen, da tauchen manchmal echte Skurrilitäten auf. Eine davon habe ich uns mal mitgebracht. Und zwar ist das ein Plan von einem Wohnungsgeschäftshaus. Und hier haben wir unten in der Gewerbeeinheit ein Büro Nummer 1. Das hat auch drei Fenster und das ist für zwei Männer. Jetzt gibt es auch noch ein weiteres Büro und zwar hat es nur ein Fenster und ansonsten ist es relativ dunkel. Das ist das Büro für zwei Frauen und die sind jeweils nur halbtags da. Also der Architekt wollte hier scheinbar seine chauvinistischen Weltanschauung unbedingt nochmal frönen und hat eine vollkommen sinnlose Information nochmal in die Pläne eingefügt und damit manifestiert, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Deutschland erst seit kurzem gilt.